Herzlich willkommen in Dagebüll, das Tor zu den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum. Aber auch zu den Halligen kommt man hier auf abenteuerliche Art und Weise. Wir übernachten auf Stellplätzen, Campingplätze oder in Hotel, Ferienwohnungen oder aber auch in Ferienhäuser von Novosel. Interessiert? Dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin Bibi. Hallo, ich bin Rüdi. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video gleich nach dem Intro. Wir freuen uns. Bitte vergesst nicht, einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und über ein Abo freuen wir uns ungemein. Kurabgaben werden hier täglich oder wöchentlich bezahlt. Ich glaube, für die Woche kostet das 12 Euro. Künstliche Wegverlängerung, damit man, wenn man auf den Gleisen steht, nicht so schnell wegkommt. Jetzt aber hopp hopp, sonst komme ich noch zu spät zu meiner Ansage. Auf die Treppen rauf! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibi und Rüdi. Heute wieder ich allein. So muss es wohl sein. Bibi muss arbeiten und ich habe die Gelegenheit, hier heute mal Dagebüll anzusehen. Kennt ihr auch Dagebüll? Schreibt es in die Kommentare. Nein, Dagebüll ist das Tor mit den Fähren nach Föhr und Amrum. Ist sehr beliebt und wird auch immer mehr angenommen. Hier gibt es Ferienhäuser, hier gibt es selbstverständlich einen Wohnmobilstellplatz. Sonst wäre ich heute nicht hier. Ihr wollt mehr erfahren? Wunderbar, dann bleibt dran. Auch in Dagebüll kann man einiges machen. Veranstaltungen auf diesem Platz sind nicht selten und werden oft mit Live-Musik untermalt. Dann machen wir uns mal gleich auf den Weg zum Stellplatz. Soll hier hinten irgendwo sein. Wo ist er denn? Ah, ich glaube, da ist er. Ich habe aber auch ein traumhaftes Wetter erwischt. Gott sei Dank. So, ihr seid, hier geht es ab zum Stellplatz. Super saubere Stellplätze mit Wasserversorgung, mit Entsorgung fürs Brauchwasser und Strom an jeder Säule, auf jedem Platz. Und unglaublich gepflegt, sehr sauber
Sensationell. Hier finden wir dann schon mal wieder die Regeln für Dagebüll. Buchung per Handy kann man hier auch, ist ja auch möglich. Und dann die vielen schönen Stellplätze. Die Versorgungs- und Entsorgungsmöglichkeiten hier vor Ort sind wirklich modern und sensationell klasse. Dafür kann man hier für 23 Euro übernachten, Strom und Wasser jeweils für 1 Euro die Kilowattstunde. Das geht. Für so einen grandiosen Platz ist das ein annehmbarer Preis. Wer online gebucht hat, hält sein QR-Code davor und wenn nicht, dann einfach klingeln. Es werde euch aufgetan. Mit dem kostenlosen Shuttlebus bringt man euch bis zur Fähre. Das ist auch ziemlich nah am Ortskern. Fehlt euch noch ein Stand-Up-Paddle oder ein Bademantel? Hier könnt ihr es noch holen, direkt am Stellplatz. Warten auf den Bus. Und wer da nicht weiß, wofür Schönstein, dem muss man ein bisschen Plattdeutsch lernen, ne? Und überall wieder schöne Aussichten. Ein paar Meter weiter im Ortskern gibt es einen zweiten Campingplatz, Neue Warf. Der gehört zu einem sehr guten Hotel, das dem angegliedert ist. Hier hat man den Vorteil, dass man eben auch Sauna und den Wellnessbereich nutzen kann. Kostet natürlich extra. Die Übernachtung hier kostet auch 23 Euro, ist also nicht günstiger als auf dem Stellplatz. Psst, denk dran, aber es ist kostenlos. Auch in Dagebüll gibt es natürlich Alternativen zum Wohnmobil wohnen oder Vanlife. Hier kann man sich bei Novocell ein Ferienhaus mieten, nach skandinavischer Art. Alles schön aus Holz und urgemütlich. Tja, dann gehen wir mal zurück in den Ort, an diesen schönen Landschaften vorbei. Dagebüll lässt wirklich keinen Wunsch offen. Die Tourismuszentrale ist sehr gut ausgestattet und bietet ganz viele Ausflugsmöglichkeiten in die Umgebung. Viele kleine Läden, so urig gemacht wie früher in Skandinavien, laden zum Verweilen ein. Auch fürs leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. In Dagebüll findet ihr reichlich Restaurants und gemütliche Cafés. Wenn ihr aber mal in Dagebüll seid, dann solltet ihr unbedingt in das Fischbistro gehen. Hier bekommt ihr in Dagebüll den besten Fisch. Guten Appetit!
Was man in Dagebühl nicht findet, ist ein Sandstrand. Aber dafür hat man auch keinen Sand zwischen den Zähnen. Und wenn man Pech hat, dann hat man auch kein Wasser, so wie jetzt. Weil ihr wisst schon, der Mond, ne, der zieht immer am Wasser. Alle 6 Stunden holt er sich das Wasser weg und dann lässt er es wieder los, damit es wieder reinlaufen kann. Seht ihr? Die Fähre hat gerade genug Wasser unter dem Kiel, damit sie überhaupt hier rauskommt. Das nennt man Priele. Hier ist der Hauptbahnhof von Dagebühl, stylisch gestaltet, in die Natur eingepasst. Und dann gibt es noch etwas ganz Spannendes in Dagebühl. Das ist die Lore. Die Lore fuhr früher immer von Oland, Langenäs, Dagebühl. Damals konnte man als Tourist auch damit fahren. Heute ist das leider nicht mehr möglich. Heute dient sie nur noch für die Versorgung der beiden Inseln. Aber sie fährt. Die Halligen kann man leider nicht von Dagebühl erreichen. Das kann man jetzt aber von dem kleinen Hafen Stutzil, 6 Kilometer entfernt von Dagebühl. Ja, hier in Stutzil angekommen, kann man jetzt auf die Halligen oder auch zu den Seehundsbänken oder auch Seetiere begutachten. Keine Angst, die Hauke ist nicht abgesoffen. Die liegt zu tief. Wir haben Ebbe. Wir hatten das gerade eben schon. Kein Wasser da. Von hier aus erreicht man die Halligen Langenäs, Gröde und Hoge. Ganz kleine Inseln. Das macht richtig Spaß, da mal hinzufahren. Kann ich euch nur empfehlen. Und hier gegenüber sehen wir jetzt gleich den Krabbenkutter. Der Krabbenkutter ist immer freitags da. Da könnt ihr frische Krabben direkt vom Kutter kriegen. Auch ein Highlight. Ja, Freunde, und das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt, Bibi und Rüdi, wir haben einen Traum. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Abo, das kostenlos ist. Wir freuen uns dann ungemein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitte vergesst nicht, einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und über ein Abo freuen wir uns ungemein. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen in Dagebühl. Das Tor zu den Halligen und nach den Hallo und herzlich willkommen in Dagebühl. Dagebühl ist das Tor zu den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum, aber auch zur Ham... Hallo und herzlich willkommen in Dagebühl. Dagebühl ist das Tor zu den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum, aber auch zu den Halligen. Hallo. Ja, Freunde, das war's dann wieder. Diesmal Norden Hamm. Ja, Freunde, das war's mal wieder. Tja, Freunde, so schnell geht das. Wieder ist einmal ein Video rum. Wir waren unterwegs von Norddeich nach Norden Hamm. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns auch bald wieder, wenn es wieder heißt, so ein Mist. Das war's. Bye, bye.